Wir sind wieder on Tour. Jo. Wir haben den Stellplatz in Roquetas verlassen. Wir sind traurig. Auch wenn wir uns wiederholen, wir fühlen uns da so wohl. Wir lieben es. Wir haben auch wieder Bekannte getroffen da, die wir schon von Dezember und Januar her kennen. Vor allen Dingen der Udo, Christa und Achim, Elke und Karl. Immer wieder schön, euch zu treffen. Aber auch viele, viele neue Leute, die wir da getroffen haben. Und das war alles so herzlich. Und ja, die haben gesagt, danke für die Tipps. Und wir freuen uns darüber. Auf jeden Fall. Und auf Käffchen und Kuchen, da sind wir immer dabei. Also da sagen wir nochmal Danke. Wer war das? Ich habe es mir aufgeschrieben. Achim und Andrea, Harriet und Bernd, Claudia und Mirko. Man sieht es hier. Kerstin und Dirk. Und zum Schluss noch Birgit und Ludger und Marianne. Das sind nur ein paar, die wir da getroffen haben. Die anderen, also ich glaube, da wird der Film eine halbe Stunde lang dure. Nee? Ja. Also, nochmal danke dafür. Wir fahren jetzt 113 Kilometer nach Vera. Und zwar stehen wir da auf dem Stellplatz Carpe Diem. Da haben wir angerufen, ob es ein Plätzchen gibt. Plätzchen. Und das ist für uns ja Neuland. Also sind wir gespannt. Ihr hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Vera wieder. Ihr könnt uns bis dahin schon mal gerne ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und dann geht es gleich in Vera wieder mit dem Film. Bis dahin. Adios. Adios. Angekommen in Vera. Bei der schönen Vera. Nee. Wir sind angekommen hier, haben uns dann direkt mal auf die Fahrräder geschwungen, um die Gegend ein bisschen zu erkunden. Sind dann als erstes an dem zweiten Stellplatz vorbeigekommen, Oasis. Das hat Otto und Astrid uns gesagt, wir sollen da mal ihre Freunde besuchen. Haben wir auch gemacht. Und was kütt? Ein Auto. Es ist mucksmäuschenstill, außer das Wasserrauschen. Ja, da hat uns dann auch direkt der nette Betreiber angesprochen und der kütt aus Kölle. Da waren wir direkt safe mit. Ja, der hat ja auch einen tollen Stellplatz. Genau. Der hatte uns aber den erzählt, zeigen wir euch in dem Film. Ja, er hat uns erzählt, dass er früher, also er hat eine Finca da, jede Menge Land. Hatte auch eine Pferdezucht und die hat er irgendwann drangegeben und hat gedacht, was mache ich damit? Ja, ein Wohnmobilstellplatz. Superschön, der Stellplatz. Seit 11 Jahren betreibt er den, hat er uns erzählt. Also wunderschön. Aber er hat nur 5 Monate auf, also von Oktober bis März. Und man sollte auf jeden Fall reservieren, hat er gesagt, weil er hat so viele Stammkunden da. Da hat man dann normalerweise keine Chance, da drauf zu kommen. Aber es springen immer mal welche ab oder fahren frühzeitig los. Und dann, zack, hat man doch ein Plätzchen. Dann sind wir weiter runtergefahren zum Playa de Vera.
und haben dann im Hintergrund gesehen, dass da ein riesen Freistellplatz ist. Da hatte ich mir auch schon mal einen Point gemacht, um mir den anzugucken, weil das wäre unser Plan B gewesen. Wenn in Carpe Diem nichts frei gewesen wäre, wären wir hierhin gefahren. Und wir müssen sagen, hier hätten wir uns hingestellt. Auf jeden Fall. Du hast einen Blick aufs Wasser. Jedes Wohnmobil hat einen Blick aufs Wasser. Einfach nur ein Traum. Gell? Aber ich glaube, das wird auch nur geduldet, ne? Das kann sein. Wenn die Leute sich benehmen, ist da ja auch nichts gegen einzuwenden. Mhm. Ne, wenn man nicht weiß, wo die hier entsorgen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ja. Viele. Stehen viele, ja. Machen gleich mal einen Schwenker. Machen wir. Ne? Und ja, ansonsten gibt es die Supermärkte, wie immer. Der Dia ist bei uns direkt in der Nähe. Hier soll noch Mercadona sein, wo wir jetzt sind. Und es gibt noch hier ein bisschen was abzufahren. Das war von unserem Stellplatz aus 16 Kilometer. Aber da müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Das war jetzt unsere erste Tour mit dem Fahrrad. Morgen wollen wir auf den Berg rauflaufen, wo die große Statue ist. Die können wir auch vom Stellplatz aus sehen. Also es gibt genug zu tun hier. Ja, auch ne? Genug zu sehen, ne? Denke ich mir. Aber jetzt schwingen wir uns wieder auf die Räder. Aber erstmal machst du einen Schwenk, oder? Den mal später. Gut. Das war der falsche Knopf. Ja. Heute Morgen begeben wir uns auf eine kleine Wandertour. Da oben zu der Statue wollen wir hin. Sieht ganz schön hoch aus, oder? Ja, der soll wohl um die 3000 Meter hoch sein. Ach ja, das schaffen wir. Und ich meine, ich hätte gestern gesehen, dass da oben noch Schnee liegt. Echt? Shit, haben wir ja keine Skisachen dabei. Wir hier mit unseren dünnen Jäckchen. Wir starten vom Stellplatz aus rechts runter. Wir vermuten, dass es da lang geht. Wenn nicht... Wir probieren das einfach aus.
Genau so machen wir das. Also. Ja, das ist heute Morgen unsere Laufrunde eigentlich. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Ja, dann gehen wir mal den Berg hoch. Also das soll nicht so anstrengend sein. Nö. Wir werden sehen. Ja. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Aber wir haben ein kleines Fläschchen Wasser dabei. Ja. Wenigstens schon mal etwas. Also, auf wie geht's? Yippie, wir sind oben angekommen. Also, der ist keine 3000 Meter hoch. Nee. Und Schnee liegt hier oben auch. Hast du dich verschätzt oder falsch gelesen? Also, das waren jetzt 1,78 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Also, das ist ja nichts. Und 2400 Schritte ist auch nichts. Gut, die Treppen sind nicht zu unterschätzen. Also, der letzte Stück, dann wird das immer steil. Das geht schon ganz schön hoch, aber. Ja, wenn man trainiert ist, aber auch Untrainierte schaffen das. Also da ist der Drachenfels bei uns in Köln steiler. Ja, auf jeden Fall, das zieht sich ja auch viel länger, ja. Bis wir da oben sind. Ja. Aber trotzdem. Und der ist ja nicht in Köln. Ja, in der Nähe von Köln, Herr Kleinigkeitskrämer, mein Gott. Guck mal, da hinten ist das Wasser. Ja. Das ist weiter. Jo. Aber schön ist es hier oben. Aber hier sind Fliegen. Ja. Ja. Ich dachte schon, wir könnten von hier oben den Kölner Dom sehen, aber... Nee, der siehst du noch lange nicht, sage ich dir. Und das Stadion sieht man auch noch nicht. Nee, wir sind noch 2000 Kilometer von zu Hus entfernt. Ja, ziemlich weit. Ja. Boah. Hast du Pech gehabt. Aber das Wetter, das ist wieder sowas von super. Ja, die Jacken hätten wir zu Hause lassen, also im Wohnmobil lassen können. Die schleppen jetzt mit uns rum. Wir hatten heute Morgen noch jemand auf die Temperaturen gesehen, ne? Heute Morgen waren es im Wohnmobil 12 Grad. Also in der Nacht war es schon frisch gewesen. Ich weiß auch nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben. Müsste ich gucken. Wir haben 10 Uhr und der 14. März. 10 Uhr, mein Gott. Also ich denke bestimmt, dass wir schon so um die knapp 17, 18 Grad haben, mindestens. Ja. Von hier aus können wir jetzt noch mal in das Örtchen reingehen. Das gucken wir mal. Hm. Jo. Wir müssen ja unsere 10.000 Schritte vollkriegen. Ich hatte da ja eine tolle Churros-Bar gesehen. Echt? Ist eigentlich jetzt die richtige Zeit dafür, ne? 10 Uhr für Churros. Bevor der zu macht. Ja, stimmt, die machen mittags, machen die zu. Also dann nix wie Runger. Nee, ist noch ein bisschen früh. Aber gleich können wir noch mal darüber sprechen. Los, mach aus.
So, den Berg, den haben wir jetzt da verlassen. Da oben waren wir, ganz oben. Und jetzt gehen wir in die Innenstadt. Ja, ja, Innenstadt, das ist eher ein Dörfchen, ne, hier. Du bist aber heute pessimistisch, kann das sein? Wir jene Dörfchen, also, und ja. Ihr bleibt dabei. Ja, viel ist ja hier nicht, ne, oder? Doch, hier gibt es eine Kirche. Ein Churrosbar. Und ja, genau. Hola. Hola. Mal gucken, was wir sonst noch entdecken. Ja, meinst du entdecken oder was? Ganz bestimmt. Oh, ein Käffchen könnte man entdecken, ne? Käffchen wäre auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, da gibt es so einen Platz, gibt es da. Da sollen so kleine Bars sein. Ja. Wir werden Ausschau halten ja, und ganz bestimmt finden. Mhm. Unsere Nase wird uns da schon hintreiben. Ich meine, ich hätte schon irgendwas. Hier rochen? Nase, ja, ja. Los, mach. Ja, ist ein kleines Örtchen, ne, Brigitte? Ja, aber schön, so, ne? So schöne kleine Gässchen und überall so ein Geschäftchen. Ja, viele Bars, jo. Wo man sich draußen hinsetzen kann, wo man klasse Kaffee trinken kann, ne? Ja, schön. Hier muss ich jetzt mal reingehen. Hola. Ja, hier drüben ist die Churrería. Da haben die Pause wahrscheinlich gerade, die Schüler, ne? Ja. Aber ich glaube, wir gehen heute doch keine essen, ne? Ist noch zu früh irgendwie, ne? Ist noch zu früh, ja. Ja. Wir haben hier einen Tipp bekommen von den Betreibern, dass hier soll eine gute Tapas-Bar sein. Aber ist noch closed. Oder hat heute Ruhetag. Kann auch sein. Hier ist die Stierkampfarena von Vera. Wir haben es ja schon häufiger erwähnt, dass wir Stierkämpfe nicht gut finden, aber die Gebäude schauen wir uns trotzdem gerne toll, an. Ne? Ja, ist schon schön. Ja. Ich glaube, die haben gesagt, das soll täglich von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein und kostenlos. Also ich glaube, das wird um eine kleine Spende gebeten. Ja, haben wir was dabei? Ja, ich muss gucken, weil wir sind jetzt eigentlich unvorbereitet. Aber wir kommen ja noch mal hier vorbei, dann schmeiße ich dann eben was rein.
Von hier haben wir jetzt einen schönen Überblick auf den Stellplatz. Wir stehen ja Carpe Diem. Wir bezahlen 11 Euro ohne Strom. Strom wird hier nach Kilowatt abgerechnet, 60 Cent, also praktisch nach Verbrauch. Duschen kosten 1 Euro, Ver- und Entsorgung ist im Preis mit inbegriffen. Was man natürlich sagen muss, hier ist eine vielbefahrene Straße. Wir hören sie im unteren Teil, wir stehen praktisch da ganz hinten, hören wir sie kaum, nicht. Ne? Die Fahrzeuge, die hier oben stehen, die werden Sie schon hören. Aber ich denke, in der Nacht ist es hier relativ ruhig. Da vorne sind natürlich diese Hubbeln, die sind immer so hoch, sind die. Aber der Platz liegt halt super zentral. Man kann fußläufig in die City reingehen. Das ist, ich glaube, 1,5 Kilometer vielleicht. Ja, mehr oder? Ist das nicht. Mehr ist das nicht. Was gibt es sonst noch zu sagen? Also sehr, sehr netter Betreiber, der zwei Söhne hat, die hier alles managen. Wir fühlen uns wohl auf dem jeden Platz. Fall. Wir können ihn empfehlen, aber wie gesagt, wen die Straße hier stört, der ist hier falsch. Der nimmt dann halt Oasis. Da ist man. Ja, aber wenn da kriegst du ja kaum Platz, ne? Das stimmt. Ja. Also ich glaube, die Chance ist höher hier, ne? Einen Platz definitiv zu bekommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir zeigen euch jetzt gleich noch die Einfahrt. Hier unten gibt es auch noch einen Buhlplatz, auch sehr schön angelegt. Hier kann man sich auch treffen, sind ein paar Bänke, Zitronenbäume. Schön. Ja, was willst du mehr? Genau so ist es. Also, ich muss jetzt was trinken. Wie viele Kilometer sind wir jetzt gelaufen? 5,37. Oh, das ist nicht zu viel. Nö, aber 7200 ja. Schritte. Wir sind noch keine 10.000. Müssen wir noch dreimal um den Platz hier. Hier kannst du jetzt. Hallo. Hallo. Wir sind mal wieder mit den Fahrrädern unterwegs. Und zwar habe ich mir so ein paar Points rausgesucht, Fotopoints, die wir anfahren wollen. Das sollen insgesamt, also eine Strecke, 16 Kilometer sein. Mir tut jetzt schon der Hintern weh. Aber die lässt sich bis jetzt gut fahren. Weil es alles Radweg ist. Ja. Alles Radweg. Und hier kommen wir gerade noch an einem Freistehplatz vorbei. Ja, den zeige ich euch gleich mal. Der sieht richtig schön aus. Die gucken alle auf das Wasser. Also der gefällt mir noch besser als der von dahinten. Von dahinten, ne? Ja, muss ich auch sagen. Da ist auch eine Chiringuito, sehe ich gerade. Mhm. Ne? Ja, genau. Ja, doch, der sieht gut aus. Wie gesagt, alles Radweg, das ist genial, der Weg hier. Ne, was haben wir heute? Der 15. März und wir haben 10.21 Uhr und es ist schon ganz schön warm. Ich weiß nicht, wie viel Grad, aber warm. Beschwer dich jetzt auch noch. Nee, ich beschwere mich nicht. Du beschwerst dich ja immer. Weiter geht's? Ach, du machst jetzt mal einen Schwenk, damit wir das auch sehen können. Sieht nämlich richtig schön aus. Boah, das Wasser glitzert so schön. Mhm. Toll. Fährt gerade einer weg. Toll hier mit dem Fahrradwege, ne? Bin mal gespannt, ob das bis da hinten hingeht, ne? Keine Ahnung. Wie heißt das nochmal? Dazu diesen Felsen. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mir da müssen wir gleich nochmal nachsehen. Wenn wir angekommen sind, dann gucke ich danach.
Also hier sind ja wirklich wahnsinnig viele Freistellplätze, ne? Jede Menge. Wir sind an Via Ricos vorbeigefahren. Da machen wir auf dem Rückweg nochmal einen Stopp, weil wir erst bis zum Ende Mirador, glaube ich, war unser nächster Stopp. Da wollen wir anhalten, weil da sollen so tolle Felsformationen sein. Und uns begegnen jede Menge Wohnmobile und auch viele Buchten, wo Wohnmobile stehen. Also das scheint hier geduldet zu sein. Es gibt große, es gibt kleine. Also ich denke, hier findet jeder noch einen Platz. Ja. Also hier würde ich mich auch hinstellen. Also das sieht wirklich gut aus hier, ne? Ja, ich würde mich hier auch hinstellen. Also hier hätte ich so keine Bedenken, muss ich sagen. Toll. Ja, wenn das geduldet wird, ne? Hier gibt es wirklich viel zu sehen in der Gegend. Hätte ich nicht erwartet. Nee. Schön. Bicker? Mach noch mal einen kleinen Schwenk. Ja. Irgendwie kommen wir hier nicht vorwärts. Um jede Ecke rum hast du irgend solche Ruinen, die richtig toll aussehen. Das sieht jetzt nicht so schön aus, weil das so angekritzelt ist, soll aber eine ehemalige Polizeistation gewesen sein, also laut. Eine schöne Anlage aber hier, ne? Ja, wenn sie das Gekritzele mal wegmachen würden. Aber hier hast du jedenfalls, boah, du hast hier eine Aussicht. Boah, Hammer. Ich bin begeistert. Aber sowas von. Richtig. Wir sind jetzt hier an unserem Ziel angekommen, also das, was wir uns vorgestellt haben oder auch markiert haben. Tolle Felsen und da versuchen wir jetzt mal runter zu gehen. Also die waren wirklich 16 Kilometer und die haben sich gelohnt. Auch wenn man jetzt hier an der Straße fahren musste, aber die ist jetzt nicht so viel befahren und die nehmen wirklich immer einen großen Bogen um einen rum. Also man hat sich jetzt nicht unwohl gefühlt auf der Straße. Aber das ist schon eine tolle Aussicht, oder? Wahnsinn. Ja. Jetzt gucken wir mal, wo wir die Fahrräder hier stehen lassen und dann gehen wir runter. Nee, wir nehmen die gleich mit runter. Machen wir. Und stellen die unten ab. Okay. Sieht aus, als wenn hier ein Weg wäre, ne? Ja.
Pass auf, hier sind Klapperschlangen. Hör auf. Ich glaube, wir müssen da oben lang gehen, ne? Ist ja Jeck hier, ne? Ja. Boah, toll. Okay, kann man durchgehen. Boah, ist das schön. Hätten wir jetzt Badesachen bei, könnten wir baden gehen. Ja, kannst du da FKK machen? Nee, mach nicht. Also die 16 Kilometer hin, das hat sich doch gelohnt, oder? Ja. Toll. Was für eine tolle Bucht hier. Das stimmt. Wir fahren jetzt so langsam wieder zurück. Dann machen wir noch mal Stopp in Villarico. Und dann geht's zum Stellplatz. Und da genießen wir heute noch ein bisschen das Sönnchen. Ja, wie viel haben wir jetzt? 11.44 Uhr. Ja, Viertel vor 12. Gute Zeit. Wir müssen dann auch die 16 Kilometer zurück. Mal sehen, was wir morgen machen. Also man kann hier wirklich viel machen. Auf jeden Fall. Hätte man nicht erwartet. Nee, wenn man Fahrräder dabei hat, toll. Ja. Boah, da vorne sind alles so Vögel, ne? Ja, so Reiher, ne? Drei Stück, ne? Zwei vier. Schwarze und ein Weißer, ne? Ja, der eine ist eine Möwe. Gerade runter. Mhm. Echt? Ja, links, das ist eine Möwe. Jo. Okay. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder rauskommen. Müssen wir den Berg erklimmen. Aber so schlimm ist es nicht. Nee. Lohnt sich, hat sich gelohnt, auf jeden Fall, ne? Gut. Bis später. Später mal. Heute ist Samstag, der
16. März. Wir haben es 9.23 Uhr und es ist tierisch warm. Leben, Jott. Jetzt langsam Sommer hier in Spanien. Jetzt müssen wir gleich mal auf eine Apotheke gucken, ob da eine Gradzahl ist. Also, heute Morgen hatten wir im Kastenwagen 16 Grad. Und sonst die Tage hatten wir immer so 12. Mhm. Ne? Also weiß man schon mal, es ist warm. Ja, Samstag ist hier in Vera Markttag. Der Ernst freut sich schon. Da muss er jetzt durch. Und der soll ziemlich groß sein, ne? Der soll sich so durch die Gassen schlendern. Wir sind gespannt und ich denke, einmal muss man sich das angucken. Man muss nicht jeden Samstag dahin, aber einmal muss man sich das angucken. Und wenn ihr wissen wollt, wie es da aussieht, bleibt dran. Wir sind mal wieder mit den Fahrrädern unterwegs. Und zwar sind wir nach Garrucha gefahren. Das waren bis hierher knapp 9 Kilometer. Hier vorne ist der Puerto, der Hafen von Garrucha. Und hier führt ein Fahrradweg lang. Ich nehme an, der geht bis nach Vera. Wir sind allerdings ein bisschen querfeld eingefahren, haben da auch noch einen neuen Stellplatz entdeckt, haben mit der Dame gesprochen. Der soll wohl im September eröffnet werden und soll Platz für 50 Fahrzeuge haben. Mehr konnte sie uns noch nicht dazu sagen. Also wir sind gespannt. Ja, der ist ja in der Nähe von dem Carpe Diem, ne? Richtig, wir sind vom Carpe Diem sind wir links runtergefahren und direkt die erste wieder rechts. Im Kreisverkehr die erste rechts. Und dann immer geradeaus laufen also lassen, laufen lassen. 2 Kilometer waren das gewesen, ja, ne? Hm. Würde ich auch sagen. Und wir haben heute den 17. März. Wir haben es jetzt 10.53 Uhr. Und hier ist Sommer, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Heute ist zwar ein bisschen diesig, also nicht so ein strahlend blauer Himmel, wie es sonst war, aber gestern war es ganz schön warm gewesen und heute auch. Morgen sollen es 26 Grad werden. Boah, echt? Himmel, da bin ich jetzt gespannt. Für uns geht morgen die Fahrt weiter. Seid gespannt, wo es hingeht. Hier gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Dann könnten wir uns rein theoretisch verabschieden. Wir lassen noch ein paar Bilder laufen, hier von der Fahrradtour. Aber es war schön gewesen, hier in Vera. Also da sollte man unbedingt mal einen Stopp einlegen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel die Woche sehen. So gut verbringen. Ne? Ja, wir haben erst gedacht, boah, ob das nicht ein bisschen zu lang ist, eine Woche. Aber die haben wir flott rumgebracht. Auf jeden Fall. Jeden Tag was Neues gesehen. Ne? Ja. Ja. Gestern hatte ich noch gewaschen. Waschmaschine und Trockner kostet jeweils 4 Euro. Und ja, das sind so Industriewaschmaschinen, die brauchten 40 Minuten. Also waren wir da auch flott durch. Also, wenn euch das Video wieder gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Abonnieren nicht vergessen.
Und wir sagen dann schon mal viel Spaß, adios, bis zum nächsten Video. Tschüss!